Welcome back, ladies and gents. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video stelle ich euch die Top 5 Männerdüfte für den Herbst 2019 vor. Und diesmal mache ich es nicht so, dass ich Platz 1, 2, 3, 4 oder 5 gebe, sondern ich stelle euch einfach 5 richtig gute Düfte vor, die ihr ideal im Herbst tragen könnt. Wenn du noch nicht Teil meiner Community bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Dazu musst du einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, stell auch gerne die Glocke ein, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und wenn du Lust hast, kannst du mir natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen. Dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir, als auch einige Outfit- und Fashion-Posts. Kommen wir zum ersten Duft von Tom Ford. Wood. Wie der Name schon sagt, ist es ein holziger Duft, ein sehr rauchiger Duft, der super, super holzig und sehr intensiv am Anfang riecht, der sich aber im Laufe der Zeit, wenn man den über den Tag verteilt, so ein bisschen trägt, einfach richtig gut entwickelt. Allerdings immer noch sehr, sehr intensiv bleibt, aufgrund dessen, weil halt Oud in diesem Parfüm drin ist. Was ist Oud? Oud ist das Harz vom schimmelpilzbefallenen Adlerbaum aus Asien. Leute, zieht euch das mal rein, ja? Vielen Dank an Angie, die uns das erklärt hat in der Parfümerie. Und das Oud ist halt sehr, sehr selten und super teuer. 1 Kilogramm Oud kostet sage und schreibe 50.000 Euro. Zieht euch das mal rein. Und aus dem Grund ist halt dieses Parfüm von Tom Ford Oud Wood auch so teuer. 100 Milliliter von Tom Ford Oud Wood kosten sage und schreibe 220 Euro. Deshalb würde ich dir auch empfehlen, falls du dich für diesen Duft interessierst, dann solltest du auf jeden Fall in die Parfümerie gehen und den Duft an dir selbst riechen, weil 220 Tacken ist schon ein bisschen mehr für einen Duft. Kommen wir zum nächsten Duft von The Brooklyn Soap Company und zwar zum Duft The Woods Beginning. Das ist ein neuer Duft von The Brooklyn Soap Company, die eigentlich nur Pflegeprodukte für Männer haben, aber jetzt auch Parfüm im Portfolio. Und The Woods Beginning ist einer der ersten Düfte, also der erste Duft von The Brooklyn Soap Company. Mittlerweile hat The Brooklyn Soap Company auch schon weitere Düfte. Und das ist wirklich für meinen Geschmack der ideale Herbstduft. Wenn ich das jetzt mal so in Bildern beschreiben würde, wie dieser Duft riecht, dann würde ich sagen, du läufst so mit deinem Schatz in der Hand durch so einen frischen Herbstwald und ab und an kommt da mal so eine Brise, frische Mandarine oder frische Zitrone dir entgegen. So, das trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. So riecht dieser Duft. Als ich das erste Mal von dem Duft gehört habe, also The Woods Beginning, habe ich halt gedacht, dass es ein sehr schwerer, holziger Duft ist. Ist es aber gar nicht. Diese holzige Note kommt einfach erst im Laufe der Zeit raus und von daher ist dieser Duft für mich wirklich ein idealer Herbstduft. Also nicht zu schwer, sondern so ein cozy Duft, der eine gewisse Leichtigkeit hat, eine gewisse Frische hat, aber auch eine holzige Note. Und übrigens habe ich für diesen Duft auch schon das ein oder andere Kompliment bekommen, denn ich habe diesen Duft neu bekommen, habe den ausgetestet und meine Freundin meinte dann zu mir so, Daniel, was zur Hölle trägst du für einen Duft? Und da habe ich ihr den Duft gezeigt und sie hat gesagt, Daumen hoch, also alle Männer da draußen, ihr wisst Bescheid, die Frauen mögen diesen Duft auf jeden Fall auch. Und by the way, der Duft hält über den Tag verteilt auch richtig lange, also da kann ich auch nochmal einen Daumen nach oben geben, haben die Jungs von The Brooklyn Soap Company wirklich richtig gut gemacht. Und das Ganze soll sich für euch natürlich auch lohnen. Wenn du Interesse an diesem Duft hast, dann kannst du mit dem Code DANIEL5 5 Euro sparen auf deine Bestellung auf The Woods Beginning von The Brooklyn Soap Company. Kommen wir zum nächsten Duft, ein alter Klassiker von Chanel und zwar zum Duft Chanel Egoist Platinum. Also wenn ich den Duft jetzt nochmal rieche, dann hat er so eine angenehme Frische, aber trotzdem so eine leichte Würze drin. Und gerade am Anfang hatte der noch ein bisschen mehr Würze drin, aber jetzt ist es eigentlich nur noch Frische, die da ist. Und das ist ein sehr alter Duft, ein klassischer Duft, den es mittlerweile schon über 30 Jahre gibt, wurde mir gesagt. Und ich habe mich für den entschieden und nicht für den normalen Egoist, weil der normale Egoist einfach zu rauchig und zu würzig war. Und hier hast du so eine gewisse Frische noch drin. Also Chanel Egoist Platinum für den Herbst ist wirklich ein richtig guter Duft. Kommen wir zum nächsten Duft, ein Duft von Hermès und zwar Terre d'Hermès. Und Leute, dieser Duft riecht am Anfang wirklich nicht so, als ob ihr den tragen möchtet, ja? Aber wenn ich ihn jetzt nochmal rieche, das ist wirklich ein richtig männlicher, markanter, rauchiger Duft, der perfekt für den Herbst passt. Wenn man den am Anfang halt riecht, ja, ich habe die Empfehlung von meiner Freundin bekommen, wir waren zusammen in der Parfümerie, dann denkt man so, nee, diesen Duft willst du als Mann nicht auf deine Haut tragen. Aber im Laufe der Zeit wird der so super angenehm, den muss man einfach haben für den Herbst. Bei dem Duft ist es ähnlich wie von The Woods Beginning von The Brooklyn Soap Company, dass man in der Kopfnote sowas Frisches hat, sowas Zitrisches hat und später kommt halt diese Schwere aus dem Duft nochmal raus, also dieses Holzige, Rauchige und von daher ist es wirklich so ein Duft, den ich auf jeden Fall jedem da draußen für den Herbst empfehlen kann. 100 Milliliter von Terre d'Hermès kosten übrigens 100 Euro, also von daher auch ein relativ preiswerter Duft. Kommen wir zum letzten Duft, zu Dolce & Gabbana The One Pour Homme.
Das ist ein Duft, der nicht ganz so schwer ist, nicht ganz so holzig ist wie die vorherigen Düfte. Also wenn du es nicht ganz so schwer magst, sondern ein bisschen leichter haben möchtest, ist das eine sehr gute Alternative. Das ist so ein Mix aus Leder und Zitrone und Orange. So kann man es, glaube ich, ganz gut betiteln. Und der wirkt halt nicht ganz so schwer wie die vorherigen Düfte und ist auch ein idealer Duft für den Herbst. Außerdem ist der Duft von Dolce & Gabbana im Vergleich zu den anderen Düften auch relativ preiswert. Da kosten die 100 Milliliter nur in Anführungsstrichen 70 Euro. So Leute, jetzt seid ihr dran. Ich bin gespannt, was euer Lieblingsduft da draußen ist. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, welchen Duft ihr in diesem Herbst tragt. Ich lese mir die Kommentare durch, bin sehr gespannt und check vielleicht auch mal den einen oder anderen Duft von euch da draußen mal aus. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Angie, die uns in der Parfümerie super krass beraten hat. Angie, vielen lieben Dank dafür. Und wenn du da draußen auch mal grüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken auf mein Community-Phone. Einfach Vor- und Nachnamen durchschicken per WhatsApp und vielleicht bist du beim nächsten Mal dann schon am Start. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare und über eure Daumen. Wenn du weitere Videos zum Thema Parfüms sehen möchtest, ja, kannst du hier oben meine weiteren Videos dazu einfach mal abchecken. Und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Herbst mit richtig guten Düften. Macht's gut, bis dahin, peace out.